Hallo und herzlich willkommen hier am Dienstag zur Search and Rescue Mission quasi von der letzten Woche mit unserer Rakete, die hier verschollen ist quasi erstmal noch. Da oben haben wir schon wieder einen Piratentransporter und wir haben die Position jetzt langsam wieder erreicht. Die haben ja gesagt, wir starten damit, wir sind auch problemlos hochgekommen, haben an niedrigster Stelle, ich glaube nur, weiß ich nicht, 33% Tank noch gehabt, ne? So ja, wieder, im ja. Dreh, glaube ich. So, ich mach mal die Schwerkraft, Quatsch, die Dämpfer an, dann müssen die Kurs ein bisschen korrigieren. Und, so, das Schiff ist noch da, ich sehe es schon. Ich sehe schon so ganz schwach eine Silhouette da. So, ein bisschen Treibstoff sparen nochmal und einen Kilometer noch, mach die Dämpfer schon mal an. Ein bisschen runterbremsen, der braucht nämlich ein bisschen. Ja, als einer Triebwerk da zum Bremsen. Okay, dann hat es noch 40 Minuten, ne? Gleich 5 Uhr. Ja. Hat aber wieder gedauert, hierher zu kommen. Deswegen, das wollten wir euch jetzt nicht nochmal antun, den ganz langen Weg. Hatten wir letzte Woche schon. Oh, da ist das Schiff, ja. Da ist es. Soll ich nicht gegenfliegen, nicht gegenfliegen, nicht gegenfliegen? Oh. Das wäre nicht so gut. Ist so. Es zum Stillstand, gleich abspringen. Warte, ja, ne? warte. Ich kann runter, oder? Ich will nicht ganz so dicht dran stehen. Also. So. Okay, und runter. Schiff steht. Gut. Ich will erstmal Weichfuß machen. So, ich bin schon draußen. Ja, ich stecke auch ab. So. Wir wollten jetzt nur schnell eine Plattform hier bauen, quasi. Einfach jetzt mitten im All. Egal. Ich schnapp mir ein paar Stahlblöcke und mache eine kleine Plattform. Ja. Jo. Ich hoffe, die bleibt dann auch wie eine Station stehen, so nach dem Motto. Wirklich? Hoffe ich zumindest. So, gucken wir mal. Sieht schon geil aus mit den zwei Schiffen jetzt. Willst du nicht aussteigen, Heiko, oder? Ich steige sofort aus. Soll ich hier die ganze Arbeit machen? Ja. Ja, sagt er auch noch. Ja. Heiko pennt schon halb, Leute. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob der Block jetzt wirklich stabil ist oder ob der, wenn man dagegen fliegt, anscheinend. Erhält. Ja. Sah gerade so aus, ja, aber das hätte. Heiko, pass auf mit sowas. Ja. Oder willst du sterben? Ne, so, wo kann ich am besten Zug auf den Container nehmen? Was? Aber den Container haben wir vorne, ne? Ja. Ich baue jetzt eh nur das Nötigste hier hin, wie gesagt. Eine Krankenstation und einen Reaktor haben wir gesagt, ne? Mhm. Und könnte allerdings sein, Leute, dass die Folge heute ein bisschen kürzer wird, ne? Weil wir sind beide echt schon so langsam am Einschlafen. Okay, interne Panzerung, okay. Hast du alle das ganze Material schon mit oder brauchst du? Nein. Ich habe einfach nur. Ich nehme immer nur das Nötigste erst mit, damit ich die Sachen platzieren kann. Den Rest mache ich dann immer erst. Okay, so. Dann ich nehme schon mal die Reaktorkomponenten mit. Ja. So. Ein paar Stahlplatten, so 100 Stück. Ja. So, dann hole ich mal mit Medizinkomponenten und interne Panzerung und Herstellungskomponenten und Metallgerüste. Ist noch hier ein bisschen nach rechts. Du hast Reaktor platziert, ne? Reaktor ist platziert, ja. Ja. Interne Panzerung, Metall. Mir fehlt noch ein bisschen was. Naja. 20 Herstellungskomponenten. Bei mir fehlt auch so einiges. Hier Computer, 20 Stück. Herstellungskomponenten, Metallgerüste. Super. Kannst du warten jetzt? Achso, Taschen, du bist wieder tot. Ich wäre fast tot. Ja, dann tu mal dein Jetpack ein bisschen sanfter benutzen, Junge. Ja. Ja, du knallst damit immer durch die Gegend wie ein Irrer. Wenn ich dir gerade was weggenommen habe, dann kriegst du es gleich wieder, weil ich brauchte gerade mal so ein paar Sachen. Okay. Irgendwas fehlen sollte jetzt. Denk daran, ich muss den wieder über die Linie rüberschweißen, ne? Ja. Ich packe nur Material rein. So, kleines Stahlrohr, großes Stahlrohr. Stahlrohr, Großrohr hier. Das brauche ich auch gerade, Stahlrohr groß. Ich habe gerade mal die Stahlrohre rausgenommen, die großen, also die Hunde. Ich packe den Rest hier rein, ne? Hm.
So, Reaktor. Ich stört mich allerdings, dass hier so dicht die Piraten vorbeifliegen. So, Reaktor ist erstmal da. So. Deaktivieren. Was braucht der Rangstation noch? Computer und Anzeigen. Ja, Computer und Anzeigen, jeweils 10 Stück. Ah ja, jeweils 10, gut. Ah, das waren nicht die Computer, das waren die Computer. So. So, und schon haben wir hier eine kleine Basis. Ich muss noch ein bisschen Strom mit? Da rein. Uran mitgenommen? Ja, ich habe Uran mitgenommen, keine Angst. Alles dabei. Und ein Sauerstoffgenerator wollten wir auch haben, oder? Hä? Sauerstoffgenerator, hatten wir jetzt nicht auch gesagt? Packen wir hier mit drauf? Ja, mach ich gleich. Uran. Ich packe erstmal 5 Kilo rein, ja? Mhm. Sollte erstmal reichen. Oh Mann, ey. Endlich eine Krankenstation im All. So, 5 Kilo, Reaktor läuft. Okay. Ich werde mal gucken. Ja, es ist offiziell Convert to Station. Das ist offiziell keine Station. Nee. Das ist offiziell ein Schiff. Ist mir egal. Nee, ist es nicht. Wenn man gegenfliegen würde, denn gerade mit so einem kleinen Schiff oder so, dann könnte es durchaus wegdriften. Okay, dann mach's mal zu der Station. Ich versuch's, ich hoffe, das funktioniert. Das Convert to Station. So, converts this ship to a station. Ship has to be stationary in order to convert it to a station. So, was, also Angular oder Linear Velocity have to be null. Also das Ding darf sich wirklich null bewegen. Stations are more performance friendly. Klar. Warning, converting ship to a station is possible in planet's gravity. Also du kannst das Schiff auch innerhalb der Gravitation in eine Station verwandeln. But it will be converted to a ship in the moment of station being split and not voxel. Okay. So, jetzt ist es offiziell eine Station. Gut. Okay, dann werde ich hier beim nächsten Mal einsteigen. Jetzt können wir hier auch schon unsere Energie wieder auffüllen. Zumindest Energie geht schon mal. Nicht schubsen. So, jetzt brauche ich erstmal noch Sauerstoffgenerator packe ich noch drauf. Ja. Ja. Und dann müssen wir die Schiffe andocken. Das brauche ich noch alles. Stahlplatten. Ja, ich dock die dann gleich an noch. Sauerstoffgenerator 120 Stahl. Dann brauche ich noch Herstellungskomponente, große Rohre, Motor und Computer. So, einmal Sauerstoffgenerator. Ja. Dann können wir uns schon mal unsere Anzüge wieder auffüllen, definitiv, sobald ich wieder da Eis reingepackt habe. Eis haben wir auch dabei, keine Angst. Haben wir sogar zweimal dabei, nämlich in beiden Schiffen haben wir jetzt einen kleinen Container mit Eis dabei gehabt. So, Eis ist drin, aber jetzt kann man auch hier auffüllen. Mal testen. Sollte gehen. Ja. Voll. So, ich pack mal auf mein. Vorsichtig, ich bin hinter dir, Junge. Hm. Du musst echt deinen Jetpack sanfter verwenden. Ja. So, ich will gleich mal gucken. Kontrollfeld, Reaktor. Er hat gerade mal 3,02 Kilowatt Abgabe. Also, gerade, ja. Also 3 Kilowatt Abgabe. So, noch Ressourcen im Inventar bestimmt. Die lege ich erstmal ab. Die Ressourcen. So. Hat sich gerade das kleine Schiff bewegt, das eine? Bist du gerade gegengeflogen? Nein. Ich tue die Enten rum. Wow, es hat sich gerade das Schiff bewegt, hier das kleine. Kann auch täuschen vom Kamerawinkel vielleicht manchmal. So,
Ich dock erstmal die Rakete an. Okay. Ne? Dazu brauche ich aber, will ich noch ein paar Stahlplatten mal kurz nehmen. Ich will das nämlich nicht ganz dicht hier dran haben. Ich mache immer einen ordentlichen Andockpunkt, wo ich alle vier Füße nämlich rankriege. Ja. So, und auf der anderen Seite kommt der Kleine ran. Ein klein bisschen Abstand hier. Ich gucke mir erst noch eine schöne Entfernung an. Du hast Angst? Ne, sieht auch so schön aus, soweit. Entfernt. Der Planet. So. Die Gärtner sind aktiv, okay, gut. Das Ding fliegt sich echt beschissen. Weil es so lang ist, weißt du? Mhm. Wie lustig aus ist, wenn ich das gerade andocken und dann abschleppen will. Ja. Mhm. Ich hätte gerne alle Fahrwerke dran. Bin dran mit allen, ja. Puh, so, der ist schon mal dran. Okay. Also können wir euch anlassen, die Triebwerke ist nicht verletzt. Können wir auch Schwerkraftgenerator auf die Plattform stellen. Super. Hat man zumindest die Dings ausgemacht. Was willst du ausmachen? Was willst du hinstellen? Den Schwerkraftgenerator. Dafür haben wir keine Komponenten. Das ist schade. Ich setze mir hier noch ein paar mehr Blöcke. Der eine Block, der reicht mir nicht. Dazwischen, als Verbindung. Irgendwann müssen wir echt den Schwerkraftgenerator hochbringen. Den werde ich eher hier oben produzieren, anstatt den hier hochzuschleppen. Ja. So, jetzt das andere Schiff noch andocken. Hui! Viel wendiger. Fast schon zu wendig. Das ist wieder zu wendig, das kleine Ding hier. Ne. Schlechte Position. So. Höher, bisschen kippen. Ups. Zwei Gyroskope sind für das Ding schon fast zu viel, ey. Für den kleinen hier. So. Und ran mit dem Fuß. Fling. Zing, angedockt. Triebwerk aus. Beim anderen hast du die Triebwerke noch an. Ja, eigentlich kann ich es ja anlassen, weil wir verbrauchen ja eigentlich keinen Saft. Ich mach's mal aus. Die Boje lasse ich mal an hier. Ja. Ja. Bei dem Schiff. Wenn der Reaktor verbraucht 111 Kilowatt, das soll ich mal den Reaktor aus, den Sauerstoffgenerator ausschalten, dann ist nämlich nur noch 11,35. Soll ich noch was ausschalten? 10 ist die Boje. Ne, der Rest, ja gut, die beiden Gyroskope mit 11, hat 1 Watt, aber das ist ja ein Witz. Der Tank, der Hydrogentank, den kann ich auch ausmachen jetzt erstmal. Strom sparen. So, okay. Haben wir eventuell Material, um hier einen Container hinzustellen? Nee, ne? Haben wir nicht eingeplant, einen Container? Dämlicherweise. Ja, eigentlich schon, ne? Weil wir sind jetzt hier oben mit den Werkzeugen, mit den besseren, und können den jetzt ablegen. Doch, doch in der Rakete kannst du ablegen. Wir machen mal einen. Boah. Muss man hier alle Triebwerke wegschalten. Sind eher nicht alle gruppiert, deswegen Triebwerke, da fehlen noch einige. Okay, alles schön ins Schiff. Ich will ein Terminal anzeigen. So, da hätte ich vergessen, die vorher auszumachen. Trottel. Warte. Gruppe, Triebwerke. Das sind alle aus, ne? Ja, okay. Ja, alle aus. Das Schiff ist auch aus. Wie viel Reaktorstrom geht hier weg? 5,05 Kilowatt? Alles klar.
Hier ist nämlich der Oxygengenerator zwar an, aber er hat eh kein Eis mehr, glaube ich. Jetzt ist er mitten im All, ey. So. Gut. Sind wir hier. Ich hatte gerade sogar während der Aufnahme 120 Frames hier oben. Wow. Sieht aus wie ein langes Schiff gerade irgendwie, ne? Das ganze ja. Konstruktion hier. Die Rakete sieht aus wie ein Schleppschiff irgendwie. Mit den Füßen hin. Ja, Dienst können wir natürlich nicht abschalten jetzt. Also können wir schon. Jetpack, ne? Aber dann muss man machen, ne? Im Flug. Einfach so kurz beschleunigen in eine Richtung und den Jetpack ausmachen. Dann, hui! Dann trifft es auch einfach weiter. Yeah. Ja. Dann, wenn du es wieder anmachst. Fliegt nicht so weit weg. Die Boje hat zwar eine Reichweite von 50 Kilometer, aber trotzdem. Scheiße. Bitte was? Ich bin fast in die Basis reingekracht. Deswegen. Auf Firm zu spielen. Aber jetzt eigentlich nicht mehr schlimm, wenn ich sterbe. Ich habe alle abgelegt. Sagst du. So. Basis haben wir erstmal, wenn auch nur minimal. Sehr minimalistisch, aber wir haben es erstmal. Hast du eventuell die Rakete hier befüllt? Die bräuchte vielleicht ein bisschen Sprit wieder. Habe ich noch nicht wieder befüllt, aber das lässt sich dann immer noch klären. Müssen wir mal gucken, wie viel Eis wir hier noch überall irgendwo rumliegen haben überhaupt. Mhm. Im Endeffekt, weil viel ist, so viel Eis haben wir auch nicht mehr hier, ne? Ja. Müssen echt langsam mal irgendwie einen Asteroiden finden. Ja, ich werde das. Falsche Richtung. Ich werde das mal definitiv demnächst jetzt in. Also jetzt vorm Neustart noch entsprechend des Servers in Angriff nehmen. Das einstelle. Und ich habe jetzt auch schon mal alles abgelegt, inklusive Flaschen und so. Mhm. Flaschen hast du auch abgelegt, ja, alles weggelegt. Ja, alles abgelegt. Gut. Bisschen kürzer geworden, denke ich, die Folge, glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Ich habe auch nicht so auf die Uhr geguckt jetzt gerade, aber ich würde sagen, wir beenden es an der Stelle. Rakete erfolgreich gerettet, inklusive der ganzen Ressourcen, denn wir haben jetzt trotzdem eine kleine Basis noch im All. Ging doch relativ fix eigentlich. Da hinten ist die Erde, guckt mal. Von da hinten sind wir gekommen. Da ist der Mond. Und irgendwo da unten ist der Mars. Den Mond vom Mars sehe ich allerdings gerade nicht. Wahrscheinlich dahinter oder so. Irgendwo ist auch noch der Alien-Planet, aber frag mich nicht wo. Eigentlich ist er noch weiter weg als der Mars. Er ist meistens irgendwo hinter dem Mars noch. Weiter Weg. Also so fliegen kannst du knicken, wenn dann nur mit Jump Drive. Ja. Also du kannst gerne so fliegen, wenn du willst. Wenn du so viel Zeit hast. Länger. Kannst dir ein Schiff bauen, einfach mit Krankenstation drin, ne? Mhm. Und einfach fliegen lassen. Einfach starten und fliegen lassen. Gut. Aber wir sind jetzt hier, wie gesagt, und ich denke, wir beenden an der Stelle diese Folge. Morgen geht es dann natürlich trotzdem weiter hier, denn wahrscheinlich im All. Ne? Denke schon, ne? Ja, denke ich mal auch. Und gucken wir mal, was wir hier oben noch so anstellen. Wir haben wohl noch ob wir die einen oder anderen Asteroiden finden. Denn das, was wir jetzt aufgebaut haben, das ist mehr oder weniger auch erstmal provisorisch. Weil ich denke, wenn wir einen Asteroiden finden, dann werden wir das wieder abbauen. Und dann dort aufbauen. Ja. Also fände ich besser. Mhm. Aber gut. Lassen wir so stehen alles und wir bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Rettungsaktion hier, Teil 2 quasi. Und ja. Sagen bis dann, würde ich sagen, tschüss und bis morgen, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.